Das ist jetzt nicht eine Unterstreichung meines Vortrags. Der bundesweite Warntag erwischte den Kanzler auch beim Auftakt der Maritimen Konferenz in Bremen. Im Mittelpunkt stand heute aber die Zukunft der Seehäfen. Scholz und sein Wirtschaftsminister betonten zwar die Verantwortung des Bundes beim Erhalt und Ausbau, konkrete finanzielle Zusagen gab es jedoch nicht. Da muss man jetzt kein super heller Kopf sein, um zu sagen, dass die Frage der Finanzierung der nationalen Hafenstrategie noch, vielen Leuten viel Ungemach bereiten werden. Von mir aus können Sie das alles haben, aber ich bin auch nicht der Finanzminister. Und deswegen ahne ich, dass es schwierig werden wird. Zuvor hatten die Nordländer vom Bund fast eine Verzehnfachung der Mittel auf rund 400 Millionen Euro gefordert für die Infrastruktur der Häfen.